Zu Deutsch ziemlich ungewöhnlich, und ziemlich ungewöhnlich klingt die Musik wahrscheinlich auch für viele. Ich möchte erstmal kurz die Band etwas näher vorstellen. Das sind belgische Musiker, die schon seit 5 Jahren zusammen sind. 3 LPs haben sie veröffentlicht, waren in den Vereinigten Staaten, haben da eine Tour gemacht hier in Europa. Manche Zeitungen schreiben, sie wären eine Kultband. Und trotzdem möchte ich mal vermuten, dass weitaus mehr als die Hälfte von unseren Zuschauern die Band gar nicht kennen. Vielleicht auch die hier, die jetzt im Hamburger Hof sind, nicht. Das liegt nun mal daran, weil eigentlich in den Medien, da sind wir alle nicht ganz unschuldig dran, überwiegend doch Mainstream-Pop gespielt wird und nicht diese experimentelle, avantgardistische Musik, die dann aber letztlich, das muss ich dazu sagen, dazu führt, dass eben solche Bands wie Depeche Mode ganz neue Richtungen geben und dann folgen sie doch alle. So, wir bei Spruchreif haben uns vorgenommen, jedes Mal in einer Sendung wenigstens einer dieser Bands, dieser Independent-Bands, das erklären wir auch gleich genauer, bei uns vorzustellen, damit man mal so auch einen Eindruck kommt, was sonst noch neben dem allgemeinen Pop läuft. So, my question to you, Richard, what is meant by independent? Independent from what? From other big labels, and with a label such as SP4, our label, we got more freedom and more support from the label, and in fact, when an independent label work with a band, it's because they like it, not only because it's a product to make money. Mm-hmm. That's the big difference. Ich glaube ja, er sagt, das Wichtige dabei ist, so wie bei Ihrem Label, es auch ein kleines Independent-Label ist, dass die Bands im Allgemeinen dort wesentlich mehr Unterstützung haben. Und er sagt, er glaubt, der große Unterschied ist vor allen Dingen der, dass diese kleinen Labels ihre Bands, die sie fördern, mögen, im Gegensatz zu den großen, die eigentlich das nur als Produkt sehen, mit dem man Geld machen kann. Well, your outfit looks a little dangerous, I would say, so Rambo-like. Do you think, do you want to threaten the people? We got nothing to do with Rambo. I think that our outfit is just a reflection of the time of what you see all over the world for the moment. It's just a reflection, and I mean, we like it. Okay, ich übersetze es kurz. Er meinte eben, dass das eine Reflexion unserer Welt ist, also eine Welt, die irgendwie jedenfalls nicht unbedingt nur nach Blümchen riecht. So, my next question and my last question. I heard that you said of yourself that you're not instrumentalist. You cannot play an instrument, but you are musicians with a computer. What does that mean? Yes, we are taking computers as usual way to work, and we try to make a mix between danceable music and research music. But do you think it's possible to make music without knowing about notes and keys and so on? Yeah, it's possible. Why not? Okay, meine Frage war, in einem Interview habe ich mal gelesen, Sie haben von sich behauptet oder gesagt, Sie wären überhaupt gar keine Instrumentalisten, keiner von Ihnen. Sie würden nur mit Computern Musik machen. Und darauf mich wundert, dass das möglich ist. Es ist möglich. Also nochmal Applaus für Front 242.